Hallo Leute und herzlich willkommen zum diesjährigen Setlog. Was ihr dahinter mir seht, ist ein bisschen Zeug, das ich zum Basteln brauche. Also wundere ich nicht, also nicht den Fernseher oder den Videorekorder. Und warum ich eine Sonnenbrille trage, weiß ich auch nicht. Aber man kann die Gläser hochklappen. Womit habe ich mich die Woche beschäftigt? Nicht so viel. Ich war nämlich ziemlich fertig. Ich weiß nicht, ich habe entweder sage ich den Wetterumschwung oder ich habe irgendwas ausgebrütet, was am Ende nicht ausgebrochen ist, glücklicherweise. Daher habe ich hauptsächlich Bravely Second gespielt und ein bisschen die Serie The Musketeers geguckt, oder die Musketiere im Deutschen, und zwar die ersten 7 Folgen. Ist eine britische, also eine BBC-Produktion. Und wie die meisten BBC-Serien, die so in diesem historischen oder so Roman angelehnten Ding sind, wie es auch Robin Hood, wie es Sinbad und wie es Sherlock ist, hat mir die ziemlich gut gefallen bisher. Mit mir nicht bekannten Schauspielern besetzt, die recht gut passen, auch wenn der Schauspieler von Nathan Young einfach aussieht wie das arroganteste Stück. Nicht direkt, aber wirklich so dermaßen arrogant wirkt. Das weiß ich nicht. Aber die anderen drei sind eigentlich sehr charismatisch und gut besetzt. Und ja, kann ich empfehlen. Weiterhin geguckt habe ich Die Frau in Schwarz und Wie rennt der Pokerhaus. Pokerhaus habe ich ehrlich gesagt nur angeguckt, auf dem Cover Jennifer Lawrence war. Und ich wollte einfach mal wissen, was das ist. Und es ist von 2008, das heißt also auch schon ein bisschen älter. Und ist nicht nur mit ihr, sondern auch noch mit Emily Blaze, Emilia Blaze, auf jeden Fall die Schauspielerin von Liz aus den Hellboy-Filmen, die ich nicht wiedererkannt habe, nicht mal im Ansatz, also wirklich gar nicht. Und Chloe Grace Morris, die ich eigentlich auch ziemlich gern finde, die ich eigentlich auch ziemlich gern mag im Film. Und es ist eine autobiografische Geschichte einer Person, die das Drehbuch selbst gedreht hat und den Film bei dem Film selbst Regie geführt hat, über eine Zeit ihres Lebens. Also sie war 13, ihre Mutter war Prostituierte, der Zuhälter wohnte mit im Haus, die Schwestern hatten es auch nicht sonderlich leicht. Sie hat irgendwelche Nebenjobs angenommen und konnte aus irgendeinem Grund mit 13 schon Auto fahren. Oder 14. Sie ist sich selber in dem Film nicht so sicher, wie alt sie jetzt eigentlich ist, was auch schon eigentlich viel aussagt. Das Ganze ist halt geprägt durch einen total unlogischen Tagesablauf, die Angst zu Hause, Alkoholismus, Drogenmissbrauch in der Umgebung und so weiter. Geht an einigen Stellen ziemlich an die Nieren. Vor allem ab einer bestimmten, hat aber tatsächlich auch einige schöne Momente, wo die Kinder untereinander agieren, aber tatsächlich ist es wirklich nur schön, wenn die Kinder untereinander agieren. Oder das eine Mal gibt es eine Szene, wie die jüngere Schwester mit zwei Pennern rumhängt, die tatsächlich okay ist. Also wo man wirklich sagt, ja, also dass du in dem Alter mit solchen Typen rumhängst, das geht nicht, die ist 10 oder so. Aber es ist zumindest vom Charakterlichen her ein okayer Moment gewesen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, top besetzt. Und zwar, auch wenn ich die Namen der männlichen Schauspieler jetzt nicht kenne, die haben die ganze Sache auch top gemacht. Also das hat von vorne bis hinten funktioniert. Ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen unstrukturiert, will ich es nicht nennen, aber etwas eigen, und es dauert ein bisschen, bis man so in die Handlung reinkommt, aber dann ist es eigentlich ziemlich schön. Das Besondere ist, was mir irgendwie beim Gucken zwar im Hinterkopf bewusst war, was ich aber gar nicht so realisiert habe, das zeigt wirklich nur einen Tag. Es zeigt einen Tag in dieser Familie, in dieser komplett derbe kaputten Familie. Und da passiert so viel. Das ist, wie gesagt, er hat einen sehr guten Film ergeben. Die Frau in Schwarz
ist ein Horrorfilm mit Daniel Radcliffe, von dem ich mir was ganz anderes erwartet habe. Ich habe mir eigentlich was sehr Dialoglastiges eigentlich erwartet, vielleicht sogar ein bisschen auch erhofft. Ist aber tatsächlich einfach ein recht klassischer Horrorfilm mit einem Spukhaus, einem Dorf voller Aberglaube. Spielt in den 30er, 40er, vielleicht 20er? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht auf das Jahr geachtet. Auf jeden Fall ist es schon, also weit in der Vergangenheit, relativ weit in dem 20. Jahr, Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt. Ich denke aber nicht zu Kriegszeiten. Wirkt nicht so, das würde keinen Sinn ergeben. Vielleicht auch noch Ende des 18. Wann gab es denn Autos? Ich hätte mich mal vorbereiten sollen. Fällt mir gerade mal wieder auf. Naja, ist auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, klassische Horrormomente, Sachen erscheinen, eine gewisse Ungewissheit, was da los ist, ein Dorf voller abergläubischer Leute, die halt auch dann, sagen wir mal, etwas ungehalten werden. Und enthält wirklich ein paar super, super starke Szenen und, sagen wir mal, geschickt eingesetzt. Also, es sind jetzt keine Jumpscares, aber es sind so diese kurzen Schockmomente, die wirklich nett eingesetzt sind an manchen Punkten. Speziell, also der Film ist jetzt 4 Jahre alt. Ich denke, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich ein, zwei Sachen spoilere. Eine Szene auf einem Schaukelstuhl, wo man die Frau ganz kurz sieht, aber wirklich nur in einer Schaukelbewegung. Oder an so einer Art, diese Projektoren, bevor es Filme so richtig gab, die sich so drehen und dann kann man dorthin durch die Bewegung von Figuren sehen. Ich glaube, auch wenn man es anleuchtet, dann in dem Falle. Dabei sieht man die auch einmal und das ist natürlich ziemlich gut. Das Ende hingegen hat mich irgendwie enttäuscht. Also das Ende fand ich tatsächlich nicht gut, legitim nicht gut, weil es, also es lässt zu so viel offen, was für ein Horrorfilm an und für sich okay ist, aber irgendwie, also ich hätte jetzt auch kein Happy End gewollt, ich mag ja auch nicht so unbedingt immer Happy Ends, aber in dem Fall war es einfach so unnötig. Also, dass halt so die Ahnung der Figuren absolut irrelevant wurden und es halt einfach nur diese Szene gezeigt hat, diese Szenen gezeigt hat. Dadurch weiß ich nicht, was ich von halten soll. Aber es ist gut gespielt, Daniel Radcliffe ist meiner Meinung nach ein Schauspieler, den man nicht nur auf Harry Potter beschränken sollte, in der eigentlichen Wahrnehmung, weil das merke ich immer wieder. Und ich habe jetzt nur Moment. Ja, genau, ich habe zwei Filme und eine Serie jetzt noch mit ihm gesehen und alles hat mir, auch wenn Die Frau in Schwarz jetzt nicht ganz mein Ding war, alles davon hat mir ziemlich gut gefallen. Ansonsten, also vor allem halt, was er dort macht. Er hat so einen Hang zu so ein bisschen Kostümschauspieler, also hat das die, also halt nur eine von den Rollen ist mehr oder weniger modern. Die anderen spielen halt alle in der Vergangenheit oder halt bei Harry Potter waren es die, was ja sowieso. Auch ein bisschen was Eigenes, wobei ja da ja ab dem dritten Teil so tragen sie ja auch im Normalfall ganz gewöhnliche Kleidung. Aber ich glaube, er hat es mit dieser so ein bisschen älteren, nicht ganz so fortschrittlichen Epoche und passt da auch recht gut rein optisch. Daher, warum nicht? So, noch zu was anderem. Ich habe gestern, ungelogen, 8,5 Stunden Death Watch mit zwei Freunden gespielt. Über Skype, ich habe das mitgezeichnet, das heißt, es landet auf diesem Kanal. Es ist keine Musik oder so deswegen drin, bis auf an einer Stelle, aber da ist sich der eine Mitspieler zu 130% sicher gewesen, dass es Open Source war. Also, okay, war aufgrund der Dauer anstrengend, aber interessant. Es gab sehr gute Szenen. Wir haben es manchmal ein bisschen gezogen. Ich schneide auch ein bisschen dran rum, schneide ein paar Sachen raus, wo es einfach zu große Längen gibt oder dergleichen. Aber sonst war es cool. Ich denke mal, das wird so die nächsten 5, 6 Wochen hier auf dem Kanal eintrudeln. Jede Woche eine Folge. Und setze mich jetzt auch gleich danach an das Nachfolgeprojekt für Infamous. Das wird zwar dann noch ein bisschen dauern, also halt bis ihr das zu sehen bekommt, aber sagen wir mal, für Nachschub ist mittlerweile gesorgt. Und da bin ich selber überrascht, dass sie jetzt nach wirklich monatelanger eigentlich Demotivation, was das Ganze angeht, jetzt plötzlich so viel haben. Also ich habe ja wirklich gerade die
Ersteindrücke, die das Sword and Sorcerers, auch wenn sich das erste Folge noch keiner angeguckt hat. Ja gut. Und so weiter. Da kommt also noch ein bisschen was. Und gerade Sword and Sorcerers werde ich auch gleich mit dem zweiten Teil danach fortsetzen. Das kann ich schon mal ankündigen, denn das habe ich vor. Das werde ich einfach durchziehen, weil mir das an und für sich Spaß macht und der zweite Teil wirklich grandios aussieht und damit man so den Unterschied ein bisschen sieht. Ja. Gut. Soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Euer Sinn.